Freunde der Technik, es gibt solche Tage, die sind Weihnachten, Ostern, Geburtstag, die Einschulung, die Beerdigung, nee, die jetzt nicht, zusammen. Und warum? Ich zeig mal, was heute gekommen ist. Jetzt Unboxing, dranbleiben. Ja, ihr merkt schon, das Herz schlägt ein bisschen schneller. Und zwar ist hier nämlich was gekommen gerade, und zwar ist das die Xbox One X. Das ist Microsofts neue Monsterkonsole. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, sondern gucken erstmal, was drin steckt. Und während ich das auspacke, erkläre ich euch so ein bisschen, ja, was dann eigentlich da genau drin steckt, was uns da erwartet. Dazu brauche ich natürlich eine Schere und die habe ich vergessen. Ich habe sie übrigens nicht vergessen, sie lag hier zu meiner Verteidigung, falls es jetzt in den Kommentaren irgendwie negativ mir hier ausgelegt wird. Also, wir machen jetzt die Verpackung auf. Und dann schauen wir mal, was in dem offiziellen Retail-Karton der Xbox One X steckt. Wir können mal ganz kurz gucken. Der Karton, der sieht schon stylisch aus. Hier ist die Konsole abgebildet. Man sieht hier 4K, 4K, 4K HDR, 1 Terabyte. Also das ist wirklich das, was die Konsole ausmacht. Das 4K Gaming, das 4K Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und die HDR-Fähigkeit. Komme ich nachher noch gleich zu und erkläre euch dazu noch ein bisschen mehr. An der Seite haben wir dann hier ja, nochmal bestimmte Erklärungen in dutzenden Sprachen, was da auch drin steckt im Paket. Hier haben wir das gleiche nochmal. Und hier haben wir die Rückseite und da sieht man einen richtig tollen Fernseher. Sieht fast aus wie einfach noch wie ein Gemälde. Und dazu die Xbox One X, ungefähr ein Größenvergleich, kann man damit ja schon mal anstellen. Soll ja die kleinste Xbox aller Zeiten sein. Ich bin sehr gespannt, wir packen sie gleich aus. Und dann noch der Controller. Das hier ist Forza Motorsport 7 und ich würde sagen, ja, genug mit der Laberei. Wir wollen jetzt gucken, was hier wirklich drin steckt. Und da zeige ich euch das mal. Was da so anliegt. Passt mal auf. So, hier haben wir erstmal, ja, was ist das? Das sind Kurzanleitungen. Und zwar einmal hier. So wird die Xbox One X angeschlossen und auch der Controller verbunden. Erstmal natürlich die Batterien reinlegen. Das machen wir aber selbst, dafür brauchen wir keine Anleitung mehr. Dann gibt es hier noch einen Spielecode für den Xbox Game Pass. Das ist ja sozusagen das Netflix für Xbox-Spiele. Da kann man, ja, halbwegs aktuelle Spiele einfach in einer Flatrate spielen. Ich muss mal gucken, wie lange kann man das spielen? Ein Monat gratis. Da ist der Code dabei, den haben wir extra noch nicht aufgerubbelt. Wenn ihr eine Xbox One X euch kauft, ist das auf jeden Fall dabei. Und wir haben noch einen Code für Xbox Live. Das ist ja der Spiele-Online-Dienst für die Microsoft-Konsolen, so wie PlayStation Plus zum Beispiel bei Sony-Veteranen das der Fall ist. Und auch hier haben wir einen Gutschein über 14 Tage. So, also ein paar Gutscheine sind schon mal dabei, finde ich mal gar nicht so schlecht. Dann geht's weiter. Na, gucken, was hier drin steckt. Hier steckt ein Netzstecker drin und das reicht auch. Vielleicht kennt ihr noch die Xbox One, die hatte ja ein enormes Monster-Netzteil, brauche ich nicht mehr. Das Netzteil ist jetzt mittlerweile integriert, war ja auch schon bei der Xbox One S, die wir übrigens hier haben, kommen wir gleich noch zu. Das entfällt also Gott sei Dank. Dann haben wir hier ein, ja, würde ich sagen, stinknormales HDMI-Kabel. Ich würde aber trotzdem empfehlen, wenn ihr euch diese Konsole kauft, nutzt lieber das von dem Hersteller beigelegte Kabel, weil das hat auf jeden Fall alle neuen Standards, ist auch ein Highspeed-HDMI-Kabel, steht hier drauf. Dementsprechend könnt ihr locker HDR10, 4K und so weiter auf die Piste bringen und habt da schon mal keine Probleme mit. Dann geht's weiter. Haben wir hier noch Produktinformationen, Garantie und so weiter und so fort. Also vieles wieder schriftlich. Packen wir mal das nach unten. Weil jetzt wird schon interessanter, Freunde der Technik. Passt mal auf. Ich mache es vorsichtig auf. Da steckt nämlich der Controller drin. Und wenn ihr euch jetzt den Controller anschaut, dann werdet ihr sehen, das ist ein Xbox One Controller. Richtig. Man muss ehrlich sagen, da hat sich nichts geändert. Es ist immer noch genau der gleiche Controller, der auch der Xbox One S beilegt, aber in einer anderen Farbe. Also bei der Xbox One S ist er ja vor allen Dingen weiß, hier oben dann noch trotzdem schwarz. Hier haben wir einfach ein komplett schwarzes Gerät, so wie ja die Konsole auch aufgebaut ist. Und ja, da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir haben immer auch noch das gleiche Aufladeverfahren, also über Micro-USB. Leider kein USB Type-C, was man vielleicht hätte nehmen können. Aber gut, da seht ihr schon, da hat Microsoft vielleicht ein bisschen gespart, aber uns soll es recht sein. Ihr könnt euren Xbox One Controller natürlich weiter benutzen und auch alles weitere an Zubehör. Finde ich schon mal sehr praktisch, weil die Xbox One, das darf man nicht vergessen, die Xbox One X ist eine Zwischengeneration. Das ist keine neue, komplette Spielegeneration, wie die PlayStation 5 zum Beispiel, falls sie kommen sollte, oder eine Next Xbox. Nein, das ist das Topmodell der Xbox One-Reihe. Das ist ganz, ganz wichtig zu erklären dazu. Und dann war es das auch schon fast. Mehr haben wir ja gar nicht hier. Jetzt kommt der eigentliche spannende Moment.
Der Karton ist, ihr seht schon, leer. Schmeiße ich also einmal, ich lege es, sonst gibt es wieder Ärger, runter. So, dann machen wir die Penüpel hier ab. Eins, zwei. So. Ist ein bisschen, schon ein bisschen wie Weihnachten, muss ich ehrlich sagen. Und da ist sie. Das, liebe Freunde der Technik, ist die Xbox One X. Ich zeige sie mal ruhig in die Kamera. Halt mal kurz meinen Sabbel, weil das ist doch immer ein schöner Moment, eine neue Konsole auszupacken. So. Hier haben wir natürlich, wir können da mal ganz kurz einmal durchgehen, was wir haben. Hier haben wir den Empfänger, hier haben wir den Verbindungsknopf, hier auch. Hier haben wir das Xbox-Logo, damit geht die Konsole an. Hier vorne haben wir einen stinknormalen USB-Stecker, wo ihr zum Beispiel euren Controller auch aufladen könnt, wenn ihr das Micro-USB-Kabel nutzt. An der Seite ist natürlich hier vor allen Dingen der Lüftungsschlitz. Weiter geht's. Hinten. Hinten ist super interessant, kommen wir aber gleich zu, weil da würde ich ganz gerne das vergleichen mit der Xbox One S. Drehen wir das noch einmal ganz kurz zur Seite und da seht ihr auch, ist eigentlich nichts Spannendes dabei. Man kann aber jetzt schon erkennen, wenn ihr mal genau schaut, dass man die Xbox One X jetzt auch hinstellen kann. So wie die Xbox One es ja auch schon kann, hier im Bild, kann man auch die Xbox One X hinstellen. Die Xbox One, die alte, die musste man ja quasi hinlegen und hat dementsprechend vielleicht doch einiges an Platz im TV-Rack verloren. Die Unterseite relativ schlicht. Also von außen sieht es nicht mehr aus wie bei der Xbox One X, bei der Xbox One. Das war ja gefühlt so eine Brotmaschine trifft auf Videorekorder. Hier haben wir also wirklich kompakte Maße, aber das Ding wiegt doch einiges. Und da würde ich sagen, lass uns doch gleich mal gucken, was die Xbox One X eigentlich wiegt. So, legen wir mal rauf. Ich hoffe, unsere Waage kann überhaupt so viel darstellen. Oh, da seht ihr, 3,6 Kilo. Mein lieber Scholli, also mobil ist das Teil nicht, aber das soll es auch gar nicht sein. Dafür habt ihr ja eure Smartphones oder eure Tablets oder auch die Nintendo Switch. Nein, das hier ist ein Monster und ein Monster, wie es im Buche steht. Bevor ich dazu aber zum Innenleben komme, möchte ich doch ganz gerne, weil der ein oder andere hat von euch vielleicht schon eine Xbox One S, mal den direkten Vergleich anstellen und euch mal zeigen, wie ungefähr dort die Größenverhältnisse sind. Weil Microsoft ja nun mal sagt, dass die Xbox One X die kleinste Xbox aller Zeiten ist und auch die leistungsstärkste natürlich. Und wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, sehen wir, ja, da hat Microsoft sich nicht zu sehr aus dem Fenster gelegt, oder? Ja, ich würde fast sagen, das ist quasi gleich. Also da kann man jetzt keine großen optischen Unterschiede auch tatsächlich erkennen. Gut, wir haben jetzt hier die Minecraft Edition der Xbox One S, die ist ja normalerweise weiß. Aber wenn ihr mal seht, ist das Design doch sehr, sehr ähnlich. Hier sieht man einfach nur, das ist die normale Xbox One S, also mit 1,3 Teraflops zum Beispiel und normaler Technik, wie ihr sie auch von der alten Xbox One kennt, die ja mittlerweile schon 4 Jahre auf dem Buckel hat. Und darunter ist die neue Xbox One X. Kommen wir als nächstes mal, würde ich sagen, also zu den Anschlüssen, weil das ist eigentlich das Entscheidende, was die beiden hier vielleicht noch unterscheidet. Und da gucken wir mal. Hier haben wir den Netzstecker, habe ich euch ja schon erzählt. So, Netzstecker. Seht ihr hier? Fertig. Ich brauche kein großes Netzteil mehr. Das ist der große Vorteil. Das unten natürlich auch bei der Xbox One X. Dann haben wir hier zwei HDMI-Schachte. Und zwar einen HDMI-Out-Ausgang für den TV und ein HDMI-In für das SAT-Kabel oder für andere Signale, weil ihr theoretisch das Ding auch als TV-Medium nutzen könnt. Haben wir natürlich hier auch bei der Xbox One S das Gleiche. Dann haben wir hier zwei USB-Anschlüsse. Und da seht ihr hier oben. Auch zwei USB-Anschlüsse, passt soweit. Dann haben wir hier jeweils ein Infrarot-Out, hat die Xbox One X natürlich auch. Und wir haben hier ein ganz normales Lichtleiterkabel für die Audioübertragung, haben wir hier auch. Dann haben wir hier noch ein Ethernet-Port, hier auch. Und ihr seht schon, die Xbox One S und die Xbox One X sind sich doch relativ ähnlich. Jetzt natürlich noch ganz kurz runtergebrochen. Was kann die Xbox One X eigentlich? Das wird natürlich vor allen Dingen erst unser Test zeigen bei Computerbild.de und natürlich auch in der nächsten Computerbild. Aber wir können jetzt schon mal Folgendes sagen. Und zwar können wir euch die Specs runterrattern und ich kann euch auch von meinen ersten Eindrücken von der E3 erzählen, als sie ja damals vorgestellt worden ist. Also, diese Konsole hat einen 8-Kern-Prozessor drin, so wie die PlayStation 4 Pro ja auch. Aber wir haben hier die Kerne, die takten insgesamt mit 2,3 GHz. Dazu haben wir hier ganze 12 GB DDR5 Arbeitsspeicher. Die PlayStation 4 Pro hat zum Beispiel nur 8 GB. Dann haben wir 1 TB Festplattenspeicher drin. Wohlgemerkt keine SSD, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dann wäre der Preis von 500 Euro, so viel kostet die Xbox One X nämlich, nicht zu halten gewesen. Dementsprechend hat man hier eine 2,5 Zoll HDD eingebaut, die aber doch
relativ schnell arbeitet. So habe ich es zumindest bisher auf der E3 gesehen. Was jetzt natürlich in der Retail-Fassung drin ist, müssen wir nochmal genau schauen. Dürfen wir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel drüber reden, weil da ist noch ein bisschen Zeit, bis wir da an die Öffentlichkeit gehen dürfen mit. Ansonsten ist das Highlight hier aber na klar, ganz klar die Grafikkarte. Und das hier ist eine integrierte AMD-Grafikkarte, die leistet 6 Teraflops. 6 Teraflops hat der eine oder andere vielleicht von euch schon mal gehört. Was ist das so für eine Größenregion? Also eine Grafikkarte von Nvidia zum Beispiel, die aktuelle Nvidia-Generation, die 1070, kommt auch ungefähr auf 6 Teraflops, kostet aber alleine schon zwischen 350 und 400 Euro. Die Xbox One X, wie gesagt, komplett als Spielestation 500. Wenn ihr dann aber euren Gaming-PC aufbauen wollt, müsst ihr natürlich neben der Grafikkarte, die um die 400 Euro kostet, auch noch den Rest haben. So, und dementsprechend kann man sich schon mal vorstellen, ja, die Xbox One X mit ihren 6 Teraflops, die ersetzt so manchen Gaming-PC und passt einfach mit ihren kompakten Maßen unter ein TV-Rack. Finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Die PlayStation 4 Pro hat wohlgemerkt nur 4,3 Teraflops und dementsprechend merkt man schon, da gibt es Unterschiede. Die Xbox One X ist nochmal halb so schnell, von der Grafikleistung zumindest, wie die PlayStation 4 Pro. Und was ich bemerkenswert finde, die Xbox One X kann 4K, also unseren neuen Auflösungsstandard, tatsächlich nativ darstellen. Was heißt nativ? Nativ heißt wirklich in echten Pixeln. Also da brennen sich die 3880 mal 2100 noch was Pixel, quetschen sich da aufs Bild, während die PlayStation 4 Pro das zwar auch beherrscht, allerdings das Ganze nur hochrechnet. Das ist schon mal ein Unterschied, das wird man wahrscheinlich im direkten Vergleich auch merken. Das werden wir selbst erst erfahren müssen im Test, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, was hat die Xbox One S, die wir hier haben, wohl gemerkt? Was hat die denn für eine Teraflop-Leistung? Also, wo ordnet sich diese Konsole ein? Weil man muss natürlich auch sagen, die Xbox One X ist die ultimative Monster-Konsole von Microsoft. 500 Euro. Die Xbox One S gibt es schon für 199 Euro größtenteils im Angebot, teilweise auch mit Spielen. Dementsprechend, wie erklärt sich diese 300 Euro Differenz? Wir haben natürlich eine ganz andere Technik hier drin, also die ist auf jeden Fall deutlich leistungsschwächer. Und nur mal zum Vergleich, wir kommen hier auf 1,3 Teraflops. Das heißt, die Xbox One X ist fast 5-mal so leistungsstark von der Grafikleistung her wie die Xbox One S. Finde ich sehr, sehr spannend. Ansonsten, Ganz großer Vorteil dieser neuen Konsole ist tatsächlich, dass es ja so eine Art Zwischengeneration ist. Das heißt, alle Spiele, die ich auf dieser kleinen Konsole, auf der Xbox One und auf der Xbox One S spielen kann, kann ich auch auf der Xbox One X spielen. Das Besondere ist dabei, dass viele aktuelle Top-Spiele, sei es Call of Duty, World War II, sei es Destiny 2, sei es FIFA 18, sei es auch ältere Titel wie Fallout, wie The Witcher 3, die bekommen alle ein Exchanged for Xbox One X, also ein optimiert für Xbox One X Update. Die sind teilweise x-fache Gigabytes groß, also teilweise reden wir davon 20, 30 Gigabyte. Und die verändern die Texturen, das heißt, ihr habt eine ganz andere Darstellungsqualität. Das kann diese Konsole hier so nicht. Jetzt natürlich noch die Frage, die sich viele stellen. Ich habe jetzt keinen 4K-Fernseher. Das heißt, ich kann diesen HDR-Bonbon-Look, also diese knalligen Farben, die satten Kontraste, die kann ich gar nicht nutzen auf meinem Fernseher. Ich kann auch nicht die Auflösung nutzen. Mein Fernseher kann nur Full HD. Ist natürlich die Frage, was bringt mir die Konsole dann? Dazu noch eine kurze Anmerkung. So, was wir bisher gehört und auch gesehen haben, wie gesagt, das haben wir noch nicht testen können mit der Vollversion, kann man sagen, dass auch Leute mit einem Full-HD-Fernseher auf ihre Kosten kommen werden, weil die Konsole viele Sachen in 60 Frames darstellen kann, eigentlich alle, und auch die Texturen einfach viel, viel schärfer sind, selbst in Full-HD. Ja, der Rest, würde ich sagen, der ergibt sich aus unserem umfangreichen Labortest. Wir werden euch daran teilhaben, schon bald mit einem Testvideo. 499 Euro, eine Stange Geld. Und ob sie es wert ist, wird der Test zeigen. Ich bin gespannt und denke mir, ja, sie ist es wert.